Hallöchen, hier ist wieder mal der Norb. Endlich wieder mal back in der Szene, back am Start hier und mit Stimmen wieder voll im Fahrt und allen Scheiß. Hui, haben wir lange kein GTA mehr gezockt, ey. Ich bin logisch wahrscheinlich schon völlig raus. Ihr wisst ja alle noch, ich hatte ja Hals und so und dann ging nichts mehr und alles im Arsch und Scheiße. Ich werde mir die Maus ins runterstellen, damit das nicht so, ja, so ist das schon besser. Und auf jeden Fall, ich habe hier ein bisschen wieder rumgemoddet, während ich krank war. Und da habe ich irgendwann, habe ich das Game so vermoddet und verschrumpelt die Lumpe, dass das Spiel nicht mehr ging. Da muss ich dann erstmal die Save-Datei sichern. Das ganze Spiel neu installieren, war toll. Weil ich wieder übertreiben musste, ich Idiot. Da hatte ich dann fast alle Autos, die es bei GTA 3 gab, habe ich dann neue Skins verpasst gehabt. Jetzt habe ich nur noch zwei oder drei Autos, die einen Skin haben. Ja, weil mit der Zeit dann habe ich es nochmal probiert, so ein paar Autos. Wiederum ist dann immer wieder das Game abgestürzt. Ich hoffe, dass das jetzt nicht mehr passiert, weil ich habe vorhin mal ein bisschen getestet, aber es durfte eigentlich nicht mehr passieren. Und ich habe natürlich, dank der neuen Skins, also sehen jetzt die Autos geil aus. Ich habe mal zwei hier in der Garage geparkt. Es sieht richtig, richtig geil aus, muss ich ja wirklich mal zugeben. Und ich möchte gerne mal was gucken, aber ich kann gerade nicht. Shit. Ja, ist nicht schlimm. Okay, jetzt machen wir mal hier die Garage auf. Jetzt ringelt es natürlich. machen die Garage auf. Hallo, Garage. Ah, jetzt. Man sieht es vielleicht schon. Ich hole mal die Sniper raus. Seht ihr das, wie geil das jetzt aussieht? Ihr wisst ja, wenn der noch wie das Feuer aussah, der BMW. Oder der hat sogar, ich glaube, was ist das für ein Kennzeichen? Weiß ich gar nicht. Kann ich euch gar nicht sagen. Oder auch der Audi sieht jetzt richtig aus. Der hat sogar ein deutsches. Der hat ein deutsches Nummernschild dran. Da, Deutschland, da ist es. Das ist der RS6. Gut, aber wir fahren heute immer mit dem BMW. Ich kann das mal zeigen, die Karren. Das, die sind noch ein bisschen anders, oder? Na klar, natürlich gleich hier der bassleibige Lied hier drin. Zack, Türe zu. Guck, wie geil das jetzt aussieht, ne? Alter, das sieht jetzt so fett aus. Sieht richtig aus wie ein BMW. Obwohl ich ja mehr der Mitsubishi-Freund bin. Was? Sag doch keinen Scheiß. Ach, den Audi kann ich auch unterwegs sein. Ich verquatsche mich hier schon wieder. Ich merke das doch. Ihr wollt doch schon wieder, dass ich hier Missions make. Ich hoffe nur, dass das Game nicht abstürzt. Ich werde mal nach jeder Mission speichern, auch wenn das voll abnervt. Hier crasht meine Karre, Alter. Ich hab BMW. Oh, da hat schon die Tür kaputt gehabt, habt ihr gesehen. Und wir fahren mal hier in den netten, zu den netten Klo-Typen. Wir tun uns mal die erste Mission ab hier. Meine Güte, was ist denn mein Rachen? Weil ich habe nämlich gerade lecker Nutella-Brötchen gefressen, ist mein Rachen ganz verklebt. So. Das Schweigen des Verräters. Ah, das kenne ich. That scumbag McCaffrey! He took more bribes than anyone. He thinks he's gonna get an honorable discharge if he turns state evidence. He just squealed. He's under armed protection in Witsack property, down in Newport, some apartment behind a car park. Talks that place. That's it. Flush him out and you hunt him down. Make sure he never talks to nobody. Ja, die Mission kenne ich allerdings schon mal. Ich hatte ja, wie gesagt, ich wollte mal ein paar Aufnahmen machen, aber ging alles nicht, weil alles im Arsch und Po und Loch. Ja. Ach, guck mal, man sieht doch von innen. Ich sehe nachher mal die Türen von eben abfahren. Oder aber ich habe zwar geschafft, die Bäume zu texturieren und allen Scheiß, die dann aus wie ein HD und allen Kack. Allerdings, ja. Es ging irgendwann nicht mehr, weil das Spiel war entweder völlig überfordert mit meinen Anforderungen. Ach, Benny Hill Musik. Das passt doch super zu dem Let's Play. Aber ich habe ja gesagt, die Playlist muss ich ja umstellen, damit ich mich nur monetarisieren kann. Ach, kann ich glaube ich nun. Kann ich selber. Ach, ist mich ran vorbeigefahren. Naja. Dann fahren wir halt hinten rum. Huch. Fahren wir halt da rum. So. Und da ich die Mission schon kenne, weiß ich ja, wie assi die ist. Und ich werde die so schnell wie möglich beenden. Also wirklich so fix, wie es nur irgendwie geht. Ja, da oben ist er drin. Gucken, ob ich noch treffen kann. Jawohl. Und tschüss. Weil diese
diese Verfolgungsmission, die ist echt für den Arsch. Und die Waffen hole ich mir nicht, weil ich habe ja Shields, ich bin ja cool. Ja, Freunde, wir haben die Mission voll geschafft. Ich weiß, dass mir war so ist gerade. Ach, ich habe jetzt voll den verklebten Hals wie ein scheiß Nutella-Brötchen. Er kommt auf die blöde Idee, vor der Aufnahme ein Nutella-Brötchen zu fressen, also wirklich. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. Ja, ist meine Einfahrt, da hat man auch nicht vor rumzustehen. Meine Fresse, ey. Gleich mal eine Runde speichern. Bitte stürz nicht ab. Bitte stürz nicht ab. Ja, bisher sieht das ganz gut aus. Wir überspeichern das gleich mal hier. Okay. Bitte nicht abstürzen. Ja. Aber das heißt doch nicht, dass wir der Gefahr gebannt sind. Ich habe immer noch so... Aber so, die Sitze jetzt, da sieht man richtig geil. Ah, ich bin da so ein Luppi-Luppi-Du, ey. Das ist auch geil aus. Allerdings haben wir den GTI haben wir nicht mehr drinne, die Bus-Textur haben wir nicht mehr drinne. Musste ich alles rausnehmen. Dafür haben wir ja immer noch den... Ich habe noch drei Autos, glaube ich, den Rover. Ich kann mal gucken, ob ich später wieder ein paar Autos reinnehme, aber das ist mir zu wenig. Okay, noch Schluck auf. Klasse. So, jetzt rein da. Das Waffenarsenal, das ist eine geile Mission. Nein! Nein, nicht abstürzen! Erwürgen, erwürgen. Warum stürzt das Scheißding jedes Mal ab? Ja, ich unterbreche mal die Aufnahme. Ihr habt ja eh nur noch Black Screen. Dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme. Na toll, bis dann. So, und dann sind wir wieder zurück im Game. Ja, mal gucken, wie lange es diesmal dauert. Jetzt nehmen wir uns mal den Audi. Ich will einen Arsch. Ja, haben wir schon bessere Musik hier. Ich denke mal, das Spiel wird dann nachher eh wieder abstürzen. Ich habe keine Ahnung, warum. Weil irgendwie gibt es da irgendwie Komplikationen seit dem letzten Windows-Update. Muss ich jetzt mal sagen, das lief aber mit Windows XP Kompatibilitätspack Nummer 2. Ja, und dann läuft zwar das Spiel an, aber es läuft halt nicht lange an und dann sitze ich wieder im Trocknen. Mal gucken, ob der jetzt wieder abstürzt. Wenn ja, Arschleck. Das Waffenarsenal. Oh! Der ist auf dem Klo kacken! Hey, Chick, over here! An old army buddy of mine runs a business in Rockford. We saw action in Nicaragua back when the country knew what it was doing. Anyway, some cartel scum roughed him up yesterday. Said they'd be back for some of his stock today. He's gonna need backup, and in return, I'll give you a knockdown rates on any hardware you buy. I'd go myself, but the old sciatica's playing up. good luck. Ah, die Bronchien, ja, kennen wir das Problem, haben wir alle, wenn wir irgendwie was Wichtiges machen müssen, haben wir gleich Bronchien und dann, oh, geht nicht mehr, Alter. Ich muss auf die andere Seite parken. Jedes Mal passiert mir das, dass ich, ja, komm hier vorne, ne? Sieht man das Audi, da ist doch das RS6-Zeichen vorne dran, ja, das ist schon geile Sache. So. Bäume. Halt, ich muss in die andere Richtung, da war ich ja vorhin. Oh, hier ist auch der Land Rover. So, auf jeden Fall, wir fahren jetzt mal dahin, zu dem Ami-Fritzen. Wir fritzen da mal rundherum. So. Ich denke mal, dass das Spiel dann nach dem nächsten Ladescreen dann wieder abschmiert. Ich habe keine Ahnung warum. Huch, das war die Ampel. Naja, was passiert denn mal im öffentlichen Straßenverkehr, dass da mal jemand eine Ampel abfährt? Die sind doch so locker dahingestellt. Und bevor ich mir den Fehler mache und meine Karre in die Luft jage, parken wir mal ganz gewitzt hier, weil ich habe nämlich, wie gesagt, ich hatte schon mal versucht aufzunehmen und das ist auch jedes Mal abgestürzt. Ja, nehmen wir gleich mal die Bazooka in die Hand. Weil das ist auch so eine nette Mission, wo dann wieder hier megamäßig was abläuft. Great phone to head, but I thought there'd be more of you. Can't believe those yellow belly bastards left me without proper cover again. Well, three arms are better than one, so grab whatever you need. Those Colombians will be here any minute. Jojo, ich kenn das Problem, ich hab das auch jeden Morgen. Wir werden das noch versuchen, den zu schützen. Nein! Das ist mir letztens auch passiert. Scheiße, raus, da, raus, da, raus, da, Nein!
Alter, Alter, ihr blöden Fickgesichter, was soll denn der Scheiß? Das ist doch geil, wie diese Autos. Seid ihr vor eingesperrt? Was kann man ändern? Hey Phil, alles klar bei dir? Hey, if I teamed up with you in Nicaragua, maybe I'd still have my arm. If you need any firepower, just drop by and take what you need from the lockers. Leave the cash under the bench. Now get out of here. Jo, mach ich. Da, hoffentlich stürzt das Game nicht ab. Totenleichen, ja, überall. Totenleichen. Ey, du hast deinen Arm hier vergessen. Ey, Phil, brauchst du einen neuen Arm? Hier liegt einer. Hier lag einer, wollte ich sagen. Kann ich den Panzer fahren? Ich würde so gerne mal einen Panzer fahren. Lass mich doch mal den Panzer fahren. Ich will den Panzer. Jetzt. Nein, nicht dran. Jetzt mach doch mal auf. Ja, jetzt. Ach, du bist ein Arschloch. Nächstes Mal hole ich mir den Panzer. Kannst du mal eine Türchen aufmachen hier? Ich müsste hier mal. Danke. Ach, Feuerwehr steht auch schon hier. Ist ja unglaublich. Oh, nein, der Audi. Die haben ihn geklaut. Es kann nur so sein. Es ist einfach nur offensichtlich. Das kann man natürlich ganz schnell wieder speichern, bevor das Game abstürzt. Nö. Ja, naja. Halt! YMCA, komm raus, Bauarbeiter! Fährt mit dem Bauhelm am Steuer, Alter. Die Mucke gefällt mir nicht, darum stimme einfach mal um. Was zur Hölle ist das? Was ist. Wo kommt denn der her? Wieso habe ich den hier? Wieso ist denn der schon wieder hier drin? Wieso ist der nicht richtig texturiert? Das ist falsch texturiert. Da von der Mini, ne? Auch sehr geil mit den dicken 20 Zoll Felgen, da kennt man nichts. Aber wieso ist denn der jetzt schon wieder im Spiel? Den hab ich doch rausgenommen. Das ist ja beschissene Musik überhaupt. Krieg ich ja Ohrkrebs. Wir speichern mal ganz schnell. Weg da! Jetzt kleine Drecks. Mal dieses kleine Drecks Auto da reinstellen. Alter, diese scheiß Nutella-Brötchen. Das weiß ich noch ein Kaugummi. Das war schon noch eine bessere Idee. So, bitte jetzt nicht abschmieren. Okay, bitte, 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 bitte. Ja! Ich habe immer jetzt voll die Panik, wenn die Ladebildschirme kommen. So, wir haben schon mal die zwei Missionen geschafft, die ich letztens immer wieder verkackt habe. Boah, Alter. Ja, willst du mich verarschen? Immer gewendet, Karo umgefallen, tot. Tolles Auto. Sollte man auf jeden Fall auf den Markt bringen. Das wäre bestimmt ein Verkaufshit. Für Versicherung. Nein, das ist ein Bullenauto. Alter, hey, halt, bleib doch mal stehen wie ein Auto klauen. Oh, doch nicht so eine Familienkutsche. Gibt's da was anderes? Was machten die denn da? Oh. Stehen bleiben! Exzellent, Rover, die will ich auch haben. Wer droht? Wer droht? Ja, wer droht? Ich muss den Land Rover klauen. Na komm raus, Pussy. Du hast einen guten Musikgeschmack, muss ich sagen. So, und jetzt fahren wir mal ab zum Mr. R. Wett mal, stürzt das Spiel wieder ab. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten? Wollen wir wetten? Wollen wir wetten? Ach, Opa wieder hier im Park heute unterwegs. Ich wollte auf die andere Seite. Jetzt geht doch mal alle aus dem Weg hier. Ist das ein Freizeitpark oder was? Wenn ich irgendwo rumfahre, ist da nichts mehr mit Freizeit. So, zack. Mit Liberty-Kennzeichen ist ja auch geil. Noch nicht so richtig angeguckt gehabt.